Also irgendwie ist die wirklich weird. Also ist witzig, aber irgendwie weird. Ich kann es mir nicht merken. Vor allem sind ausgerechnet... Wieso ist denn ausgerechnet jetzt, wenn die Selene tot ist, dann Meister Azur und die anderen auch tot? Das ist ein bisschen seltsam. Sonst müsste jedes Set von ihm sein. Ja. Lusatz Glintstone Crown, Lusatz Robe, Lusatz Manchettes, Old Sorceress Leg Wrap. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt zur Akademie. Ich schaue mir die Items gleich an. Auf nach Reihe Lucaria. Jetzt müsste praktisch das anders sein hier. Nee, ist es nicht. My friend. I. So. Once that part of her questline has been completed, reset the area. You will find that Selene. Ja, ich muss die ein bisschen zusammenfassen, die Nachricht, das stimmt. Also, wenn du die Sets gesammelt hast, ist es rum. Aber ich dachte, ich krieg von ihr auch den Glintstone-Stuff irgendwie. Aber gut, dann kriege ich offensichtlich, dann war es das jetzt, glaube ich, oder? Dann habe ich nichts mehr. Gut. Dann haben wir das. So, Equipment, was haben wir denn jetzt? Den Chris hast bekommen, ihre Krone hast du. Ah, okay, gut. So, Azur Glintstone Crown. Okay. So, die Kugel, da sehe ich dich, Heps. Big Brain Move, Big Brain. Aber sowas von. Was machen die eigentlich? A robe reserved for Grandmasters of Academy of Raya Lucaria, corroded by blue-green glintstone. Since the Grandmasters Azur and Lusat were driven from the Academy, no one has achieved their formerly held rank. A robe reserved for Grandmasters of the Academy of Raya Lucaria, corroded by blue glintstone. Since the Grandmasters Azur and Lusat were driven from the Academy, no one has achieved their... Okay, das sieht aber cool aus, das Outfit. Das ist das Ganze halt in grün. So, die Handschuhe gab es noch von denen. Manchettes Coral by Blue Green Glintstone, sworn by Azur, Prime Evil Current Sorcerer. Azur had reached a near inorganic state. Manchettes Blue Glintstone, okay. So. So, wenn die Sätze noch sind rum und dann Chris hast du so glänzend. Die Kugel sehe ich dich, Heps. So glänzend wie in real life. aber ja, stimmt. Ich glänze sehr. Fantastisch. Aber sowas von. Neun. Heps hat die beste Nacht überlesen. Kommt noch. Hoffentlich. da lacht sie die Koppel. Aber ich finde das Outfit echt cool, muss ich sagen. Wir haben noch Dinger haben wir jetzt noch, Beine haben wir noch gekriegt, ne? Irgendwie. Gab's nicht noch irgendwelche. Warte mal, gab's nicht noch irgendwie. Es gab doch noch Schuhe von denen, oder nicht? Commoners Shoes, Page Trousers. Mushroom Legs, Sorcerer Leggings. Ich glaube, das waren die Sorcerer Leggings einfach, oder? Leggings worn by Raya Lucaria, Scholars of Sorcery. Made by wrapping a simple cloth around the leg.
Errant Sorcerer, ja, okay, gut. Da, das ist nichts Spannendes. Aber deine geliebte Rani! Was macht der Helm cooles, außer dich cosplayen? Ich glaube nix. Ich glaube, das ist cool. Also folgendes, weil der hier macht Eiszauber besser. Wie nix. Achso, fuck. So, jetzt gucken wir hier. Crown of Asu Primeval Current Sorcerer set with a prominent blue-green glintstone. This crown replaced Asur's brain and skull altogether and now removed from his body, it is all but dead. But power remains within raises the potency of Asur's Primeval Current Sorceries at a cost of additional FP consumption. Ja, geil. Noch mehr FP consumption höher. The giant blue glintstone crown worn by Lazard Primeval Current Sorcerer. This crown replaced Lazard's brain and skull altogether and now removed from his body, it is all but dead. What power remains within raises the potency of Lazard's Primeval Current Sorceries at the cost of additional FP consumption. So, der Grüne macht schon mal dann Strahlstärke. Ja, aber es kostet halt mehr FP, ne? Lusatz, Primeval Current Sorceries, Azurs. Ja gut, damit ist der Komet stärker. Beide Kometen sind damit stärker. Aber da hast du doch eh keinen FP-Verbrauch. Ja, aber der normale Dingens macht dann mehr. Ich schaue so hässlich aus jetzt. Was habe ich denn für Zauberer? Ich habe den Carrion Slicer. So, Loretta's Green, der Rani's Dark Moon, Komet, Komet Azur. Also die beiden machen mehr Damage jetzt. Ja, okay, gut. Luftloch ist noch da. Alles gut. Ja, und reden kann man auch, aber sehen tue ich nichts mehr. Oh Mann, ey. Kann ich leveln? Nee. Aber was hat denn der... Die Grünen sind Lust, hat dann irgendwie... Ach ja, die ganzen Glintstone-Arcs sind dadurch jetzt besser. Und Stars of Ruin, die blauen sind halt... hier, Ambushard, das sind praktisch die von Azur. Also der Night Comet beispielsweise wäre dann was. Naja, okay. Machen wir es halt eine Zeit lang damit. Das heißt, wir haben... Das Geile ist, wir haben Lusatz Zauberstab und die Rüstung von dem anderen. Okay. So, wollte ich noch irgendwas machen? Ich glaube, wir können jetzt mal das Gebiet durchmachen. Ach halt, warte mal. Ich wollte mal das... Frage, wie ist denn das mit den Items? Wenn ich die hier ausrüste, zählt dann schon die passive Fähigkeit von denen? Ja, ne? Weil nur mal aus Spaß, ich vermute, die Payload wird zu hoch sein dann. So, das ist die Axt, was da aber ich Heavy Load dann, das ist Quatsch. Hatchet used an ancient sacrificial rite. A death bird is depicted as a malevolent deity. The power of the rite yet lingers. A small amount of FP is restored upon slaying a foe. Das heißt, theoretisch, wenn ich die jetzt hier ausrüste, dann habe ich Heavy Load, das heißt, wir rollen nicht mehr. Das ist Quatsch. Aber ich will was probieren. Da gehen wir irgendwo hin. Weiß, können wir bei dem, warte mal, können wir in das Lava-Gebiet gehen? Da müssen wir eh hin. Aber theoretisch, ne? Koppel, klingt mein Englisch auch so wie Heps? Weiß ich nicht. Ich probiere jetzt mal was. Wenn ich die jetzt platt mache hier, ne? Okay, nee, dann kriege ich keine FP zurück. Thank you.
Hab dein Englisch schnell im Kopf. Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, mein Englisch ist besser. Okay, nee. Das war eine witzige Idee, ob ich die Axt einfach ausrüste. Aber ich glaube, ich muss die dann tragen in der anderen Hand, damit das funktioniert. Kann ich eigentlich einen Zauberstab auch zweihändig führen? Macht das einen Unterschied? Nee, ne? Ich will mal kurz was testen, ob es einen Unterschied macht. Nehme ich den Carrion Slicer dafür. Okay, 770. Okay. Nee, ist völlig egal. Okay. So, ich will die nicht alle platt machen jetzt hier, also keine Angst, ich werde nicht jetzt Farmen anfangen. Ich versuche nur was auszuprobieren. Okay. Weil das hatte ich nämlich gelesen, ich muss kurz was probieren. Weil das hatte ich nämlich gelesen tatsächlich. So, by the way, die alte GPU ist gerade verkauft, Tabs. Wuhu! Was hast du gekriegt dafür? Wenn du es dir sagen willst. Sag doch einfach, dass du Runen farmen willst. Du kannst so nicht was ausprobieren. Und zwar, pass auf. Ich schmeiß den hier mal weg. Weil das habe ich nämlich gelesen tatsächlich. Dass wenn man Gegner hat, die schneller sind. Sollen wir den Nightkomet nehmen irgendwie? Achso. Ich will das mal probieren gerade. Weil angeblich ist der Night Comet nämlich schneller. Roll mal bitte. Roll mal bitte lang. Du sollst rollen! Weil der ist nämlich schneller sein hier. Naja, nicht so ganz. Ist doch nichts Schlimmes dabei. Aber ich finde Level irgendwie so, nee. Wir könnten FP-Punkte brauchen. Wobei, nee. Okay. Wir lassen das. Ich kill die hier oben nicht, sondern ich kill die Dinge, die hochlaufen. Ich will den Spell loswerden. Also weiß ich nicht. Der sieht irgendwie... Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob der so besser ist. Keine Ahnung. Die Challenge hast eh schon verloren. Also level ruhig. Weißt du, ich würde mega lachen. Okay, Cooper sagt so Level. Ich würde mega lachen, wenn ich die Challenge am Ende doch noch gewinne. Weil du dich mega schwer tust bei den Gegnern. Wir machen ein Level schnell. Jetzt haben wir eh schon so viele Runen. Dann kriege ich die... Dann kriege ich mehr FP nämlich. Außerdem sterbe ich eh gleich. Das war knapp. Ach, das Dreier gespannt jetzt, oder was da hochgelaufen ist. Also, ich frage mich aber tatsächlich, jetzt mal ganz im Ernst. Wieso ist dieses Gebiet so krass hier? Also ist das Design? Weil es ist ja praktisch mehr oder weniger ihr Design zum Leveln. Aber warum? Das ist doch tatsächlich dann aber des Dingens dann, wo man sagt, naja, wo jeder schreit, ich will einen Easy-Mode in dem Spiel haben. Wenn du hier bist, nämlich an dieser Stelle... Dann kannst du ja wirklich einfach sagen, ja gut,
Du levelst halt mal ein bisschen. Was ja Deiter, glaube ich, gemacht hat. Ich glaube, Deiter hatte ich, glaube ich, ein bisschen gelevelt. Also irgendwie ist es komisch, aber ja. Das machen wir auf keinen Fall. Was bringt dir Max-Level, wenn du trotzdem nicht in den Kämpfen klarkommst? Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ganz witzig hier, wenn du dann trotzdem noch mal umskillen willst oder ein paar Punkte haben willst, um... Na, helf mir. Dass du gewisse Waffen noch tragen kannst oder Spells machen kannst, etc. Das wäre, glaube ich, der einzige Use Case, den ich da sehen würde. So, die machen wir auf jeden Fall platt. Oder auch nicht. So, da hinten links war ich schon überall. Das heißt, wir laufen jetzt hier mal lang. Also, ich hab's halt echt ultra mit diesem Versemmeln von Zaubern. Ja, das passiert dann. Na, okay. Aber es ist schon krass, wie viele Runen du hier bekommst. Oh, das ist ein Item. Swarm of Flies. Ach, okay. Das ist praktisch dann der Zauber, was der NPC mit mir gemacht hat. Den Zauber hat der nette NPC bei mir gemacht. Aber ja, das ist irgendwie... Weil das Problem... Also ich glaube, mein Problem ist zum Beispiel nicht der Level. Sondern mein Problem ist einfach, dass ich halt einfach... sterbe. Und zwar nicht, weil mein Level nicht passt oder sonst was, sondern weil ich mich ja halt dämlich anstelle. Wenn ich Deiter hier richtig verstanden habe, welches Level ist Deiter? 165, glaube ich. Und verreckt trotzdem am Endboss. Und kriegt ihn nicht gebacken. Da hilft doch Level 165 offensichtlich da nicht. Okay, hier ist bestimmt wieder ein Tibierfahrer irgendwo. Okay. Das sieht mir so aus, als wäre irgendwo ein Tibierfahrer. Wo ist er? Das ist eine Höhle, habe ich gesehen. Okay, da oben geht es aber weiter. Gehen wir erstmal in die Höhle rein. Oder? Ach ne, ist gar keine Höhle. Ich dachte, es ist eine Höhle. Mal kurz Licht anmachen, dann sehe ich nichts. Okay, Frage: Ist hier ein Tibierseefahrer irgendwo? Weil das sind diese Riesenskelette und die sind meistens doch eigentlich... Aber ich sehe keinen Seefahrer. Okay. Ja, dann wird es ja keinen Seefahrer geben. Na gut. Mogwin Dynasty Mausoleum.
Oh, Mogwin Palace. Okay, irgendwas hat Aggro auf mir. New Map found. Okay, das Gebiet wirkt nicht so groß. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hast du, glaube ich, da mega gestruggelt hier, oder? Oh, das heißt mega gestruggelt. Es war mehr so, dass du mega abgekotzt hast hier dann mal, weil hier, glaube ich, alles irgendwie nervig war. Irgendwas war hier, ich habe es nicht mehr im Kopf. Koppel! Jo, die hat ja ziemlich gestruggelt. Oh, fuck me. Ah, okay. Gut, wenn die explodieren, dann machen sie Blutung. Sehr schön. Ah, das ist ein tolles Gebiet. Was? Ich habe bei ganz vielen Sachen gestruggelt. True, aber bei genau. Nee, ich habe gerade, weil ich hier gerade gesagt habe, dass der Cooper hier in dem Gebiet gestruggelt hat. Und Cooper meinte so, dass du hier gestruggelt hast. Holy fuck. Okay, ist eine saublöde... Okay, irgendwie ist das eine saublöde Idee, so ein Area-Damage-Dingens zu machen. Habe ich Blutung gekriegt jetzt? Hä? Ach, weil... Ah, okay, diese Giftwolke. Ah, okay, die machen so eine Ex... Die Wolke macht auch noch Blutung da. Oh, ist das ätzend. Ach, du meinst mich? Es ging. Aber es war halt nervig wegen diesen Viechern. Eigentlich nett. War ziemlich Overlay für das Gebiet. Einzig der Prinzen der zweiten Phase war nervig. Koppel, fu! Das haben wir in deinem Stream gestern auch besprochen. Gar nicht wahr, doch. Das weiß er gar nicht mehr, dass es darum ging. Was? Okay, irgendwie arscht mich das Gebiet hier leicht an. Oh, wieso macht in diesem Gebiet alles Blutung? Vor allem, bis ich hier durch bin, sind meine Mana-Tränke halt alle. Warte mal, können wir das irgendwie anders machen? Nein, das wollte ich nicht. Anders. Ja, das ist auch eine doofe Idee, irgendwie das so zu machen. Okay, I hate it here. Fuck me. Boah, Alter! Reiten geht ja gar nicht. Fake News. Ich bin dafür durchgeritten. Da kann man nicht reiten hier. Gelaufen, whatever. Ich glaube, das ist cleverer hier. War das nur ein Item? Das will ich haben. Aber ja, das ist, glaube ich, cleverer hier durchreiten. Oder durchrennen. Numens Rune. Okay, was immer das ist. Aber das ist mega ätzend. Vor allem, bis ich hier durch bin, habe ich keine Tränke mehr. Ja, vor allem alleine, wenn man die halt killt, kriegt man schon Blutung obendrauf. Da ich kill den, also Nahkampfangriff ist bei denen echt beschissen, weil du permanent sofort Blutung drauf kriegst. Das ist ein bisschen frustrierend. Also da muss man echt schon... Ja. Man muss ein bisschen warten. Und Geduld ist ja nicht so meine Stärke. Okay, ist der tot? Nee, natürlich nicht.
Hör doch auf zu kloppen. Lauf vorbei. Das Problem ist, ja, würde ich tun, aber ich habe gesehen, dass die einen hinterherrennen und explodieren. Daher werde ich einen Teufel tun und einfach vorbeirennen, weil sonst laufen die alle auf mich zu und ich sterbe. Ich habe mich auch durchgekloppt. Ja. You do you. Nicht alle. Ha. Bei Hebs Glück alle. Ja, ich glaube auch. Die zum Beispiel sitzen, glaube ich. Nee, nicht immer. Okay. Okay. Mach Kamehameha! Also ohne Witz, ich bin einfach durchgestampft. Ja, du Kapsel! Okay, ich habe einen Mana-Trank wieder gekriegt, das ist gut. Ich hätte gerne den Azurstab schon verwendet. Oh, ach, puh, ey, Spiel. Ich flipp aus. Also ich werde gleich Moonbell auspacken müssen, weil ich keine Mana mehr habe. Ja, danke, Spiel. Okay. Zeit für Moonwell. Ich habe keine andere, ich habe keine Mana mehr. Diese blöde Wolke, ne? Außerdem muss man fairerweise sagen, die geben gar nicht so wenig Erfahrungspunkte. Wenn ich jetzt noch einmal Bloodlust krieg, ne, flipp ich aus. Das Ding, weil ein sich jemand über die Blutung beschwert. Ist ja auch ätzend. So, naja, die geben kack wenig Expansion. Beschweren muss auch sein als Ventil, sonst wird der Kopf rot. Das stimmt. Ein cooles Item. Was beten die da an? Ist irgendwas Cooles? Das ist ein Item. Stone Sword Key. Okay. Da renne ich jetzt durch. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, das ist auch ein Item. Blutrose. Den Tropfen heißen Stein. Bei dem, was du brauchst. Das stimmt. Aber Erfahrung ist Erfahrung. Naja. Aber ich glaube, hier bin ich richtig. Okay, ich kann hier was beschwören. Oh Gott. Hier ist kein Leuchtfeuer, oder was? Ich drehe durch. Ich habe keine Tränke mehr. Oh nein. Oh, was haben wir hier? Lordsrune. Okay. Okay. Oh Gott, bin ich jetzt verreckt, ne? Nein, ich bin tot. Fuck me!
Gibt's irgendwo Leuchtfeuer? Ich will. Ah, nein, nicht hängen bleiben. Ich hätte gern Leuchtfeuer. Das wäre schön. Oh, puh, der nächste Gegner. Lass das mal. Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Ich habe keine Tränke mehr. Oh, fu. Hier bin ich wieder draußen. Ach, hier ist ein Leuchtfeuer. Ich habe es geschafft. Easy. Fuck me, ey. Naja, bin beim Leuchtfeuer gestorben. Jetzt suchst du die falsche Stelle zum Durchlaufen aus. Ja, hab ich gemerkt. Aber ich bin hier. Es hat funktioniert. Oh. Ich hatte gehofft, dass da ein Leuchtfeuer kommt. So, Frage. Ich will hier ganz kurz exploren. Ich will wissen, was da noch alles ist.